Willkommen zurück zu Deus Ex. I bet you come from the market. That's where I want to go. Ach so. Dachte, der hätte irgendeinen fancy Dialog oder so. Aber nein, scheinbar nicht. Gibt's denn einen Weg von hier darüber? Nein. My mother said there's too much fighting. Aha. Kann man jetzt von oben oder von unten? Ich weiß nicht, ich will nach unten. Ach, Menü. Dann eben nach oben. Es war ja drüben schon in dem Gebäude die Rede von irgendeinem Keller. Aber man kam ja nirgendwo runter. Gut. Aber was ist das denn hier? Das ist ja wohl nicht das Gebäude, in dem Maggie Chow sein soll. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht. Ich habe kurz bevor ich die Folge begonnen habe, gespeichert. Inf. Da brauche ich den passenden Schlüssel für. Okay. Die Frage ist nur, wo finde ich den? Auf dem Dach vielleicht? Irgendwie nicht so, ne? Sieht nicht so aus, ne? Aha. Das ist zu tief. Aber das sieht machbar aus. Vor allem mit Tempoerhöhung, die leider sehr viel Energie braucht und ich deswegen gleich wieder ausschalte. Es könnte jetzt natürlich auch eine Sackgasse gewesen sein. Aber nee, man kommt hier wieder rein. Da! Speichern! Kein Risiko. Yikes! Ein Snipergewehr. Okay, ein Fernglas. Hat hier irgendwer irgendwen observiert? Hm? Das scheint so. Und wie komme ich jetzt da hoch? Kann man da entlang klettern? Sieht gerade echt so aus. Ich bin gerade an der Seite dieses Teils, ne? Jetzt bin ich drauf. Da kann er wohl entlang klettern an den senkrechten Stäben und so. Das sind nur Tauben. Oder? Ja, das sind nur Tauben. Hier ist auch nichts mehr. Okay, aber hier ist auch nichts. Verdammt. Wo kam denn der Scharfschütze her? Mist. Der hat doch wohl nicht den Weg da genommen, den ich da gerade genommen habe, oder? Vielleicht von drunter? Ne. What? Nein! Nicht hier nach unten, nach oben. Ist doch gefährlich, Mann. Ja, ich tue euch nichts, keine Sorge. Die Waffe ist nur als Fernglas gerade genutzt worden. Nun gut, dann ist hier wohl gerade nichts mehr. Immerhin habe ich das Scharfschützenattentat hoffentlich vereitelt, indem ich die Waffe und die Munition... Ach nee, nach unten. Indem ich die Waffe und die Munition beseitigt habe. So, ich habe auf jeden Fall das Schwert und damit komme ich jetzt zum Lucky Money und kann den Auftrag erfüllen. Da oben war ich gerade, ne? Wo ist das denn? Da vorne. Da ist das. Okay. Was ist das hier? Ja, vielen Dank auch. Komme ich hier wieder zurück? Habe ich schon erwähnt, dass ich Hongkong sehr verwirrend finde? Ich will jetzt eigentlich zurück zum Lucky Money. Nein, ich will nicht in die Kanalisation. Ich glaube, da oben wäre die Brücke. Ansonsten... Wer ist das? Das sieht aus wie so ein Man in Black. Will ich mit dem quatschen? Ich glaube ja. Nein, F7 wollte ich nicht, F8. Hat der mir irgendwas zu erzählen? Ach so, nee, ein Einheimischer. I was walking here. Ja, ja, mach ruhig. Passt schon. Da vorne sind die Soldaten wieder. Wunderbar. Damit weiß ich endlich wieder, wo ich bin. Dann nehme ich doch mal diesen Weg hier nach drüben. Der sollte, wenn mich nicht alles täuscht... auf der Seite des Helikopterpads. Ja, genau, hier, da ist das Helikopterpad. Genau. Old China Hand, richtig. Genau, da war ich schon mal drin. Und bevor ich das Schwert abliefere, wollte ich mir diesen Tempel hier mal anschauen. Ist doch ein Tempel, oder? Oh.
ist hier dampfig. Warum krummelst du so, Mann? Ich will hier nur beten. In welche Richtung war Mekka noch gleich? ja, falsche Region, ich weiß. Ich troll doch nur ein bisschen. So, das Schwert muss ich, glaube ich, jetzt nicht dem da abliefern, ne? Ja, ich laufe wieder komplett außenrum. Aber nur um sicher zu gehen, ob nicht der hier das Schwert haben will. Bevor ich da zum Kopf des Drachen gehe, sozusagen. I did it. Dude. You're right. Maggie Chow is a con artist. You have proof? Yes, I found the sword in her apartment. Good. Inform the Red Arrow Dragonhead. Then we will see who is the real traitor. Where do I find this dragon head? Ja, das weißt du doch schon. Max Chen is his name. Weißt du doch schon. The Red Arrow headquarters is at the Lucky Money Club in the mall area beneath du the market. Warst schon dort. Come back and tell me what he says. We can begin to negotiate a truce. Ich bereue gerade ein bisschen, JC meinen Namen gegeben zu haben, weil er scheint nicht gerade der Hellste zu sein. Das kenne ich irgendwer, das Zeichen. Keine Ahnung, was es bedeutet. Lucky Money 170 Noir. Fünfstellig. Mist. Ich will wissen, wofür der Code ist. Und ich bin echt versucht, hier gerade bei den langen Laufwegen ständig die Tempoerhöhung anzupassen. Aber die braucht so viel Energie. Das ist echt keine gute Idee. Guten Tag. The mall area is perfectly safe. A dance partner for you? 100. I'll be. Guten Tag. I see you in a corner. Ja. Was schon. Die Frage ist nur, nehme ich den. Jemand noch nicht wieder aufgewacht? Nehme ich den direkten oder den indirekten Weg? Diskret. Hello. Ich glaube, ich nehme den diskreten Weg, auch wenn ich ihn wahrscheinlich nicht auf Anhieb finde. Ah, doch, der muss da hinter der Bar sein, klar. Das sind auch die Spiegel auf der Seite. Ja, nee, ist klar. Ist ja eigentlich ziemlich einfach sogar, wenn man es weiß. Da rein. Ja, einmal klicken nur. Wunderbar. Guten Tag, die Herren. Ich bin gleich wieder weg. So, wunderbar. Max Chen, guten Tag. I found something in Miss Chow's apartment that might interest you. Is that so? Ja. The sword was never destroyed. It was stolen, and she is the one who stole it. Preposterous. I have it right here. But Miss Chow? She works for a group called Majestic 12. She's using you and the Red Arrow for her own ends. No, you must be mistaken. Nein, bin ich nicht. Think about it. She murders your predecessor, hides the sword, pushes the Red Arrow into the war with the Luminous Path, and then, what next? The Triads are weakened and an outside group seizes power. Sound far-fetched? Well, there must be an explanation. Perhaps you should meet with the leaders of Luminous Path. Perhaps. For now, take them this message. I will stop hostilities until I have completed an investigation. Boss. What is it? Marty at the door said we have trouble. Soldiers coming in. She said there was some kind of mech. MJ-12 troops. They must have followed me. Shit. Speichern. Das war's schon? Okay. Mein Gott, was ist das denn? Ein Biozeller? Yay. Hab ich dich? Noch eine Biozelle? Jawohl, sehr schön. Ich mag Biozellen. Biozellen sind im Prinzip sowas wie Medikits. Dank Regeneration. Und jetzt verfluche ich gerade, dass ich kein Zielfernrohr mehr auf der Pistole habe. Ist da noch jemand? Nein. Biozelle, yay! Ihr seid grün, ne? Ja, wunderbar. Ich hätte die Max dazu veranlassen sollen, auf so eine Scheibe zu schießen. Mist. Zwei Dietriche, hä? Ich probier's nochmal. Ist gut, gerade kein Soldat. Thanks for getting me in. Ah, solange ich nicht gesehen werde. Dumm-di-dumm. Thanks for getting me in. Ich hab davor gespeichert, ne? Schokoriegel, ja, brauche ich nicht. Multitool, ja. Aber da habe ich schon 20. Medikit, nehme ich. Nö.
Quarter Autopart. Wie viel gibt's denn hier? Lohnt sich das für zwei Dietriche? Wie viel gibt's denn hier? 100? Nö. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich echt nicht. Wobei irgendwas ja auf dem Computer sein soll angeblich, ne? Was ich hier tun müsste, wäre Tür aufknacken. Oh. Und dann die Kameras mit Multitools ausschalten. Das alles nur, um an den Computer zu kommen. Ich guck mal eben, was es bei dem Computer gibt. Weil da ja angeblich irgendwas sein sollte. Laut dem einen Typ. Tresor, okay. Aber es gibt wohl keine Ding. Und 200 Credits und 100 vom Automaten, das macht 300 Credits. Nö, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Bei den E-Mails war auch nichts wirklich Informatives. Nö, das lohnt sich nicht. Ist das vielleicht hier der Schalter für die Tür da? Nein. Okay. Damit ist immerhin die Mission schon mal fast beendet. Ich habe das rote Schwert geholt, ich habe das Schwert abgeliefert. Jetzt muss ich nur noch dem Luminous Path erzählen, dass die anderen gerade ihre Waffen stecken lassen. Und jetzt habe ich mal wieder das Problem, dass ich was gedrückt habe, während das Spiel gespeichert hat. Und deswegen laufe ich gerade ohne etwas zu tun. So, jetzt sollte ich gerade den letzten erfolglosen Versuch rausgeschnitten haben, da rauszukommen. Weil hier müsste es sein, genau, hier ist der Speicher- und Ladepunkt. Hat die Steuerung wieder mal angefangen zu spinnen, weil ich währenddessen nach vorne gedrückt habe. Und danach bin ich dann, bis ich mich endlich töten lassen konnte, um ins Menü wieder zu kommen, die ganze Zeit nach vorne gerannt. Und konnte natürlich auch nichts anderes mehr drücken. Irgendwie, wie gesagt, wenn man irgendwas drückt, während das Spiel speichert oder lädt, rastet diese Taste manchmal ein. Guten Tag. I informed Chen about the sword. He's declared a truce between the Red Arrow and the Luminous Path. A truce? Are you certain? Majestic 12 attacked the club. I think he would consider forming an alliance. Mr. Denton, you are the man I hoped you were. Place a tome inside, in his laboratory, below the compound. The door is in our sparring room. He will know what to do next. To enter our compound, use the code 1997. 1997. Cool. Ich bin drin. Das war ja einfach. While you are here, observe the laws of the triad. Nichts anderes hatte ich vor. Brauchst du das noch? Scheinbar nicht. War das gerade eine Opfergabe? Oh Mist. Dann habe ich wohl gerade schlechtes Karma eingefangen. Ist das ein Schalter? Nein. Ach, das ist die Tür von oben. Aber drüber springen hätte ich da nicht können, oder? Aufs Dach? Das will ich gerade mal ausprobieren. Einfach nur, um zu wissen, ob das funktioniert hätte. Nein. Wäre nicht gegangen. Eine Katze, oder? Nein, ein Hund. Ein Hund, offensichtlich. Was hast du zu sagen? Oh, du willst keine Fragen hören. Na gut, dann frage ich dich auch nichts. Nihama. Mir geht's gut, und dir? Nihama. Ja, passt schon. So. Achso, die Tür ist schon offen. Da hätte ich wohl auch außen rum hingekonnt. Okay. Ist hier noch was? Ja. Ein Schalter? Nein. So. Goichigo, das ist hier gerade nichts. We will check with the Dragon Head about whether you can come in here. Ich bin schon drin. You must have won great favor with the Dragon Head. Stört es Sie eigentlich, wenn ich mich in den Computer reinhacke? Ich vermute erst, wenn der Alarm ausgelöst wird. Und das wiederum passiert ja erst, wenn der Balken hier leer ist. Titong. Nö, keine E-Mails. Vielleicht ein Sicherheitsterminal? Nein. Nicht H eintippen. Altar zu hacken. Ja, ich geh gleich ran. Ich geh gleich ran. Ist ja gut.
Das ist das Haupttor. Nee, das soll zubleiben und auch die Kamera. Falls ich mich hier verziehen will, kann ich ja immer noch irgendwie anders raus am Haupttor vorbei. Das hier ist die Bar, nicht der Trainingsraum. Habe ich vorhin Schaden genommen? Ja. Vorhin Schaden genommen. 20 am linken Bein. Okay. Na, ich sag's mal so, sobald ich das Buch abgeliefert habe, gibt's bestimmt irgendwo was zu futtern. Ja, da ist Futterzeug. Da ist Futterzeug. Andererseits könnte ich es auch jetzt gleich machen, aber ich lege nicht das Schwert dafür ab. Halt ihn. 5, dann habe ich schon mal 10. Oh, 15 sollte reichen, oder? Glaube ich jetzt. Es fehlen noch 4. Oder? 96, wenn mich nicht alles täuscht. Wo war's? 1, was ist das? So, das Messer. 2. Chinesisches Silberbrötchen, ne? Also wenn ihr jetzt was backen wollt, hier ist das Rezept. Und 4. Damit bin ich voll geheilt. So, wo ist jetzt der Trainingsraum? Wo ist der Trainingsraum? Ja, wo ist denn der Trainingsraum? Das da ist der Trainingsraum. Tracer Taunt admitted another American. Perhaps you know him. Ja, flüchtig. Das ist halt mein Bruder. Ne, freu nicht. Niama. Ja. Are you expecting a tour? Nein. Ich will zum Boss. Ja, ich hab ein besseres. Brauche ich nicht. Da. Das war's. 1997. Oh, zwei mal der gleiche Code. Ist nicht so die Sicherheitslücke unbedingt. So, wo ist denn Tracer Tong? Und warum kommt mir das irgendwie bekannt vor? Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Aha! You must be JC. Tong will see you now. Ja, da liegt auch nichts mehr rum. Ich dachte, da wäre vielleicht noch etwas Nützliches. Ich bin echt so ein kleiner Kleptoman, ne? Ich laufe überall rum. Gibt's da irgendwas Tolles? Tracer Tong, guten Tag. Aber zuvor habe ich gerade Punkte bekommen. Naja, ich brauche viel mehr Punkte. Guten Tag, Herr Tong. Mr. Tong, you know my brother Paul Denton. Yes, a reliable man. So your kill switch has been activated. I feel fine, but it's been over 16 hours. See how easily our technologies turn on us? The more power you think you have, the more quickly it slips from your hands. Can you do something about it? That will depend. You, like your brother, are an extraordinary piece of technology. I never pass up the chance to try a new blade. But I fear at the crucial moment, I may lift up my arm to strike, and you will twist free of my grasp. In other words, I'll owe you a favor. Indeed, as will your friend Mr. Jacobson, a man of much useful knowledge. He arrived in Hong Kong shortly after you did. Mm-hmm. I was forced to keep him in custody until I could verify his identity and his loyalties. I assume he checked out. I believe he is sincere. Now, go down the stairs to the operating platform, and I will examine your systems. Das klingt gut. Ich habe das Schwert immer noch dabei, hey. Ich dachte, das sollte ich dem Max Chen bringen. Aber was soll ich jetzt mit dem Schwert? Ist doch viel zu groß, braucht viel zu viel Platz. Wegwerfen wäre eigentlich ein bisschen schade drum, ne? IIS, willkommen im Club. Notwendige Ziele. Ja, passt. Chuck's Apartment in der Tonnocci Road. Ah, das war die Inf-Tür vorhin. Okay, wo muss ich hin? Just step inside the chamber. Da, ich muss da runter. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Spontan muss ich dabei an Half-Life denken. Please, complete your business. Was könnte daran schon schief gehen? Das kenne ich alles schon. Da muss ich kurz husten.
Okay, das kenne ich noch vom UNETO-Hauptquartier aus dem Tutorial. Plasmagewehr, Ballistikpanzerung. Okay, wunderbar. Ihr seid echt gut ausgestattet. Oh, noch ein größeres Magazin. Sehr gut. Ach ja, richtig, ich dabei auch noch eine Kiste. HE-Munition, was ist das denn? Welche Waffe benutzt die denn? Phosphorraketen? Nee. Nee. Muss wohl eine Waffe sein, die ich nicht mehr habe. Okay, jetzt ich muss wohl da rein. Biozellen nehme ich gerne mit. Tom is in the operating theater. Ich glaube. Nee, das. Ein Punkt gehabt. Implantat habe ich keinen dabei zum Einpflanzen. Okay. Was ist hier? Ah, guck mal da. You took a big risk following me here. Thanks. When you believe in something, you've just gotta do it. How'd you find Tom so quickly? Turns out I knew him all along. tt.undernet.0924.243.886. I posted a message to the board and he contacted me himself. Any news from Jaime? No sign of him yet. I hope he made it. Yeah, me too. Did you ever dig up anything about this Daedalus character? I'm still hearing from him. Actually, I did, sort of. Crypto says Daedalus was supposedly a government AI project, also known as Echelon 4. Supposedly? I'm getting this from anonymous crypto boards. Daedalus was supposed to be the old content recognition problem in surveillance. It was a program that could search all the terabytes of intercepted messages for subversive content. So what happened? Never panned out as far as I know. The problem was just too hard. They blew through a lot of taxpayer money, but finally had to scrap the whole project. So the thing that's talking in my head is, what, a resurrected AI? I wish I knew. Daedalus eine KI. Was hat Tracer Tongue vorher noch gesagt? Technologie gleitet zu schnell aus den Händen. Das scheint mit der KI wohl auch passiert zu sein. Multitool, da habe ich doch schon 20. Plasma-Magazin brauche ich auch nicht wirklich. Und den Schokoriegel brauche ich auch nicht. Hoffentlich merken die nicht, dass hier irgendwie Zeug verschwindet. Kaum, dass ich da bin. Aber gut, jetzt los geht's, ne? Ich würde sagen, ich speichere hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.